heute auf Friederike Spieker. Sie hat ein neues Format gestartet. Also ich weiß nicht, ob ihr den Kanal schon kennt. Friederike Spieker, das ist eine deutsche Ökonomin, hat einen eigenen YouTube-Kanal und dort hat sie nun ein neues Format gestartet namens Spiekers Corner. Dort beschäftigt sie sich immer mit aktuellen wirtschaftlichen Themen und wir schauen uns die ersten zwei Videos, die sie veröffentlicht hat, jetzt erst einmal an. Schön, dass ihr dabei seid zu einer Ausgabe von Spiekers Corner. Mein Name ist Stefan Dubey und ich begrüße Friederike Spieker. Hallo. Friederike, wie läuft die Wirtschaft, ist unser Thema heute. Und dazu habe ich dann gleich mal was mitgebracht vom April 2023. Das ist jetzt gut 6 Monate her. Und zwar ein kurzes Statement von Robert Habeck, dem Bundeswirtschaftsminister. Vor diesem schwierigen Umfeld sind die verbesserten Wachstumsaussichten wirklich beachtlich. Die deutsche Wirtschaft hat sich als Anpassung und Da ist jetzt noch keine inhaltliche Kritik, aber ein bisschen Stilkritik. Das hätte man auch ein bisschen frischer, ein bisschen, ja, okay. Ich bin bei meinen Videos ja auch relativ, ja, relativ emotionslos, relativ langsam spreche ich. Das könnte ich vermutlich auch besser machen, aber nach der Einleitung ist doch auf YouTube schon jeder eingeschlafen. widerstandsfähig erwiesen. Die schrittweise Erholung, die wir schon in dem ersten Quartal gesehen haben, setzt sich fort. Sie betrifft sowohl die Produktionszahlen wie den Geschäftsklimaindex. Deswegen korrigiert die Bundesregierung ihre Prognosen für das Jahr 2023 nach oben von 0,2 auf 0,4. Soweit Herr Habeck. Friederike, wie sieht es jetzt aus? Ja, das Blatt hat sich gewendet. Inzwischen geht die Regierung davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 schrumpft, und zwar um 0,4%. Und die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen es sogar noch ein bisschen negativer. Die gehen von einer Senkung der Wirtschaftskraft um 0,6% aus. Und insofern ist das eine völlig andere Einschätzung der Lage als im Frühjahr. Und was ist jetzt 6 Monate später anders als im Frühjahr? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Im Frühjahr war eine große. Es gab doch gerade eine im Chat, die beiden wirken sehr steif und das Ganze sehr geskriptet. Also ja, Friederike Spieker hat ja die aktuellen Zahlen gerade rausgehauen, aber kommt her, 2 Minuten und sie hat die Lage beschrieben und die Lage ist ja alles andere als gut. Also die Zahlen, die Wirtschaft schrumpft, die Prognosen werden nach unten korrigiert, sieht alles nicht sonderlich gut aus. Wenn wir uns jetzt noch andere Indikatoren ansehen werden, weiß jetzt nicht, ob das noch kommt. Ich hatte mir das Video vorher nicht angesehen, aber wenn man sich andere Indikatoren ansehen würde, dann ja, würde sich das Bild noch weiter verschlechtern. Also wir sehen auch gerade, wie die chemische Industrie abstürzt, wie andere energieintensive Industrien abstürzen, wie der Wohnungsbau abstürzt. Also wir sehen überall, ja, eher Indikatoren, die nach unten zeigen. Und das könnte man hier in den ersten 30 Sekunden eigentlich schon mal so einleiten. Seid gegrüßt, Leute, die Wirtschaft in Deutschland schmiert gerade ab. Oder ungefähr irgendwas in die Richtung, sodass man die Zuschauer am Anfang schon ja ein bisschen neugierig auf den Rest macht. Also es ist jetzt alles Stilkritik, ist jetzt alles Stilkritik. Aber ja. Große Erleichterung zu spüren, dass die Gasmangellage nicht eingetreten ist. Und die Risiken, die man für die Wirtschaftsentwicklung 2023 sah, sich nicht so bewahrheitet hatten. Da war man eigentlich positiv gestimmt und man hatte die Wirkung der Geldpolitik nicht auf dem Zettel. Die Geldpolitik war schon damals restriktiv und hatte auch angekündigt, weiter restriktiv zu sein, weil die Preissteigerungsrate im Euroraum und auch natürlich in Deutschland deutlich über der Zielrate von 2% lag und bis heute liegt. Und insofern war auch schon im Frühjahr damit zu rechnen, dass die Geldpolitik die Zinsen weiter erhöhen würde. Aber wie sehr das die Wirtschaft dämpfen würde, das ist eigentlich übersehen worden. Restriktive Geldpolitik bedeutet Zinserhöhung durch die Zentralbank. Das habe ich verstanden. Bricht die Nun hat EZB aber immerhin wirkt gerade die Wirtschaft ab.
der Und die Bundeskanzlerin. Bundesregierung hat das unterschätzt. Also so könnte man das knackig zusammenfassen, was sie gerade gesagt hat. Olaf Scholz gesagt, das war auch Ende September, sowohl im Wahlkampf in Bayern, da ging es auch um Wohnungsbau, als auch auf dem Wohnungsbaugipfel, das sind nicht die Zinsen das Problem. Ja, da irrt der Bundeskanzler meiner Ansicht nach ganz grundlegend. Die Zinsen haben einen großen Einfluss auf die Investitionsentscheidungen und insofern sind die Bremsspuren der Geldpolitik in der Wirtschaft deutlich zu sehen. Das hat die Geldpolitik auch selber gesagt. Die Kreditvergabe ist enorm zurückgegangen. Und da nun mal die Investitionen immer der Anschubfaktor sind für eine positive Wirtschaftsentwicklung, ist die Einschätzung, dass die Zinsen sozusagen keine Bedeutung haben, insbesondere in der Bauwirtschaft und für den Wohnungsbau, sicherlich eine Fehleinschätzung. Natürlich gibt es andere belastende Faktoren, gerade im Wohnungsbau. Die Materialkosten sind enorm hoch. Aber die sind das schon sehr lange, haben wir dort eine Preissteigerungsrate. Ja, was sie uns gerade sagen will, die Baukosten sind schon vor langer Zeit gestiegen, die waren auch lange Zeit auf sehr hohem Niveau. Und das hat nicht zu einem Einbruch der Bautätigkeit geführt. Erst die Zinserhöhungen der EZB haben das gemacht. Also erst die Zinserhöhungen der EZB haben die Bauwirtschaft abgewürgt. In großer Größenordnung zu sehen bekommen. Sprich, das Problem sind nicht die hohen Baupreise, das Problem ist nicht Habecks Heizungsgesetz, das Problem sind die Zinserhöhungen der EZB. Jedenfalls das primäre Problem, was die Bautätigkeit in Deutschland gerade extrem belastet. Das belastet den Wohnungsbau schon länger. Da kam sozusagen diese Zinsentwicklung noch on top, noch obendrauf. Und das hat dem Wohnungsbau enorm geschadet und das hätte man auch schon im Frühjahr sehen können. Denn die schwierigen Baukostenverhältnisse, an denen hat sich nichts geändert. Das ist nicht rasant schlechter geworden, sondern es waren wirklich die Zinsen. Und deswegen ist die Aussage des Bundeskanzlers in meinen Augen komplett falsch. Ich habe von den von dir eben schon erwähnten führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die jetzt die Prognose auf minus 0,6% gesenkt haben für das Gesamtjahr, gelesen, dass, ich zitiere, die haben Ende September 2023 geschrieben, dass die Löhne aufgrund der Teuerung angezogen und die Energiepreise abgenommen haben, sodass Kaufkraft zurückkehrt. Daher dürfte der Abschwung zum Jahresende abklingen und der Auslastungsgrad der Wirtschaft im weiteren Verlauf wieder steigen. Das klingt. Ja, Annahme konstante Konsumquote, konstante Investitionen bei steigenden Löhnen, ja, dann zieht die Wirtschaft wieder an. Aber ja, wie gut diese Annahme zu halten ist, das wird sich noch zeigen. Dann tendenziell so ein bisschen optimistisch und man kann das, ich blende hier mal eine Grafik ein, man kann das in dieser Grafik auch sehen. Der Pfeil zeigt auf das vierte Quartal 2023, das ist der Zeitraum ab 1. Oktober 2023, da fängt es schon wieder an, aufwärts zu gehen. Ja, das ist ein recht bekanntes Muster, dass wenn die Realität die positiven Erwartungen eingeholt hat und die positiven Erwartungen korrigiert werden mussten, einfach durch die Realität, wie sie sich abgespielt hat, dann möchten eben Politiker und auch manche Prognostiker gerne an ihren positiven Vorstellungen festhalten. Und die verschieben sie dann einfach ein, zwei Quartale in die Zukunft und sagen, es wird schon besser werden, es kommt schon. Und genau dieses Muster stellt man jetzt auch wieder fest. Die Bundesregierung erwartet eine Trendwende in der Konjunktur zum Jahreswechsel, spätestens im ersten Quartal. Und Ähnliches haben auch die Wirtschaftsforschungsinstitute prognostiziert. Die Politiker sagen oft. Ich sehe gerade einen Zuschauer hier auf Twitch. Also Imp meint, hier würde mehr Zuschauer vorbeikommen. Dem ist absolut nicht so. Und auch der Chat ist total inaktiv. Ich mag diese Plattform nicht. Wirtschaft ist so am erheblichen Teil Psychologie und sie wollen praktisch die Wirtschaft nicht schlecht reden. Sie wollen keine schlechte Stimmung erzeugen. Ist das legitim? Ja, es ist durchaus verständlich. Also Wirtschaft hat schon viel mit Psychologie zu tun. Nur wenn das als Ausrede benutzt wird, die Augen vor der Realität zu verschließen, dann ist dieser Satz quasi ein Schuss, der nach hinten losgeht. Denn dann führt es diese Ausrede dazu, dass die Wirtschaftspolitik die Realität erstens zu spät wahrnimmt und zweitens dann zu spät Maßnahmen ergreift, die erforderlich wären, um eine negative Entwicklung abzuwenden und gar nicht erst entstehen zu lassen. Also man guckt relativ lange nicht hin und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und dann muss man die Leiter in den Brunnen reinstellen, um das Kind wieder rauszuholen, anstatt dass man rechtzeitig sozusagen ein Brett über den Brunnen gelegt hätte, um diesen Absturz zu verhindern. Und das ist in der Tat dann nicht so sinnvoll, sich hinter diesem Argument, ja, wir wollen die Wirtschaft ja nicht runterreden, zu verstecken. Der Bundeswirtschaftsminister, den wir im Video gesehen haben, der hat ja im April Optimismus verbreitet und er ist jetzt von der Realität eingeholt worden.
Was hätte er aus deiner Sicht im April 2023 idealerweise anders machen sollen oder können? Ja, wie ich schon sagte, die Einschätzung der Wirkung der Geldpolitik hätte eine andere sein müssen und daraus hätte folgen müssen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Man hätte mehr Geld ausgeben müssen. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit das vorwegnehme, was sie hier in ja, relativ langen Sätzen sagt, aber das könnte man auf einen Satz runterbrechen. Er hätte mehr Geld ausgeben müssen. Klar zu kritisieren. Das ist ja bis heute. Und er hätte, okay, das sagt es auch noch, und er hätte die EZB kritisieren müssen. Beziehungsweise man hätte Jürgen Nagel als Bundesbankpräsidenten gar nicht erst dahinsetzen müssen, aber das ist ja eine andere Frage, wenn man fragt, was der Bundeswirtschaftsminister anders machen sollte. Nicht geschehen. Und man hätte insbesondere den Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, auffordern müssen, eine andere Position einzunehmen und auch mit dem Direktorium der Europäischen Zentralbank zu sprechen. Außerdem war klar, dass der Bundeshaushalt einen negativen Impuls für die Gesamtwirtschaft setzen würde, wenn die Einhaltung der Schuldenbremse, also eine Reduktion der Neuverschuldung, durchgesetzt werden sollte und soll. Und dieses Problem, dass von beiden Bereichen, von der Geldpolitik und von der Fiskalpolitik, negative Impulse auf die Gesamtwirtschaft ausgesendet wurden, das hätte man auf jeden Fall vermeiden müssen. Dieses Wort Impuls wird von Volkswirten ja ganz gerne und oft benutzt. Du hast ja gerade Beispiele dafür geliefert. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, warum das so wichtig ist, dieses Konzept zu verstehen? Ja, es ist für den Einzelnen immer rational, sich daran zu orientieren, was insgesamt geschieht. Also wenn er seine Investitionsentscheidungen fällt oder auch seine Konsumentscheidungen, dann guckt er natürlich so ein bisschen, wie läuft es denn insgesamt. Und wenn sein Umfeld eher abwartend und vorsichtig ist, ist es für ihn rational, das auch zu sein. Und diese Orientierung aneinander, die bewirkt in einer Wirtschaft, in einer Marktwirtschaft, dass der Privatsektor sich prozyklisch verhält. Also, dass man sich gemeinsam nach oben entwickelt, wenn es gut läuft, und gemeinsam nach unten entwickelt, wenn es schlecht läuft. Und die Aufgabe des Staates ist eigentlich, sich antizyklisch zu verhalten, um ein Überborden der Wirtschaft in eine zu positive Richtung mit dann hoher Inflation zu vermeiden und auch um eine Entwicklung nach unten, eine sich selbst verstärkende Entwicklung nach unten abzuwenden. Das Da wäre. schreibt gerade einer im Chat, vielleicht zu schwere Kosten auf die Uhrzeit. Ja, für euch vielleicht, aber ich hatte auch überlegt, auf Kuchen vorgehen, Dara zu reagieren. Also jetzt nicht auf das ganze Gespräch, also so verrückt bin ich jetzt nicht, aber auf Kuchen TVs Video dazu, aber das wäre für mich zu schwere Kost gewesen, weil ich kommentiere das jetzt nicht inhaltlich, aber ich glaube, ihr könnt euch denken, warum. Eigentlich die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, sie muss sich antizyklisch verhalten. Das heißt, wenn es klar erkennbare negative Impulse aus der Privatwirtschaft gibt oder auch aus dem Rest der Welt, wie jetzt zum Beispiel den Nahostkonflikt, dann ist es Aufgabe der Wirtschaftspolitik, positive Impulse dagegen zu setzen. Wenn sie jetzt aber im Gegenteil selber noch negativ wirkt, dann darf man sich nicht wundern, dass die Gesamtwirtschaft sozusagen bei der Frage, wir sind jetzt ja auf des Messers Schneide in der konjunkturellen Entwicklung, wenn sie dann abstürzt. Ich habe Absolut auf den Punkt gebracht. Wir müssen mehr Geld ausgeben, um die Rezession zu beenden, die wir gerade haben, beziehungsweise kann jetzt darüber streiten, ob das statistisch eine Rezession ist, die wir schon, beziehungsweise es entscheidet sich gerade, ob wir uns in einer Rezession befinden werden. Wenn das vierte Quartal negativ ist, ja, dann und das dritte Quartal, dann haben wir Rezession. Zwei Quartale in Folge negativ, das ist ja die Definition für Rezession. Also viele Konjunkturindikatoren sind schon länger deutlich negativ, der Wohnungsbau, die energieintensive Industrie, also überall dort ist, also im Wohnungsbau sind aktuell nur die Aufträge eingebrochen, in der energieintensiven Industrie schon enorm die Produktion, also die ist 20% unterhalb dessen, was sie noch vor 2 Jahren war. Also es ist eine absolute Katastrophe in dem Bereich. Und wie gesagt, Wohnungsbau, der bahnt sich gerade in der Katastrophe an. Also sieht nicht gut aus. noch eine letzte Frage, und da möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Text, den ich vorhin von den führenden Forschungsinstituten vom September vorgelesen habe. Da war die Rede davon, dass die Kaufkraft zurückkehrt, also dass der private Konsum, dass die privaten Haushalte für eine konjunkturelle Belebung sorgen sollten oder sorgen werden. So ist ja die Hoffnung und die Perspektive. Was ist davon zu halten? Wie realistisch ist das? Ja, ich halte diese Hoffnung für nicht sehr realistisch. Es stimmt schon, dass die Inflationsrate, also die Preissteigerungsrate, zurückgeht. Das Preisniveau wächst langsamer. Und die Lohnabschlüsse haben schon das berücksichtigt, sind schon relativ hoch, sodass zu erwarten ist, dass die Realeinkommen sich erholen werden. Aber meiner Ansicht nach reicht das nicht aus, um die Verunsicherung, die es im Privatsektor gibt,
sozusagen komplett abzudecken und beziehungsweise in eine positive Richtung zu schieben. Die Verbraucher sehen, dass die Nahrungsmittelpreise immer noch überdurchschnittlich steigen. Der Nahostkonflikt sät Zweifel daran, dass das Absinken der Energiepreise anhalten wird. Dass beides. Man kann es ruhig beim Namen nennen, Rohstoffspekulation. Also bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Nahostkonflikt das Angebot an Erdöl beispielsweise oder Erdgas verknappen wird, aber es wird an den Börsen schon mal darauf spekuliert. Das trägt zu einer großen Verunsicherung der privaten Haushalte bei. Und deswegen glaube ich, dass es sehr unrealistisch ist, davon auszugehen, dass die Trendwende in der konjunkturellen Entwicklung dieses Mal vom privaten Konsum eingeleitet wird. Dankeschön für diese Einschätzung und Dankeschön für deine Erklärung. Dankeschön, würde ich auch sagen. Wie gesagt, schaut gerne beim Kanal von Friederike Spieker vorbei. Gute Frau, gutes Format, also beziehungsweise inhaltlich gutes Format. Stilistisch, wie gesagt, könnte man ein bisschen am Anfang eine knackige Einleitung, dann noch ein bisschen clickbaitigere Titel, also so, dass es halt auf YouTube auch angeklickt wird. Es bringt nichts, wenn man hier für 88 Abonnenten oder 200 Zuschauer hat. Was macht? Ich meine, Friederike Spieker ist ja auch eine relativ bekannte Ökonomin. Das müssten eigentlich mehr Leute anschauen, die auf den Kanal hier stoßen. Wie gesagt, aber was erzähle ich hier? Ich habe auf Twitch gerade 2 Zuschauer, also sollte ich da mal den Mund wahrscheinlich nicht zu voll nehmen. Ich werde das ja auch bald auf YouTube hochladen. So, in diesem Sinne sehen wir uns gleich nochmal wieder zum nächsten Teil. Friederike Spieker hat nämlich 2 ganze Videos auf ihrem Kanal veröffentlicht. Schädigt unsere Zentralbank die Wirtschaft, heißt das nächste, und das schauen wir uns gleich an. So, wie gesagt, bis gleich.